Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. So, also ich habe jetzt mal die Anlage nochmal wieder umgebaut. Und zwar läuft die Anlage wie folgt jetzt. Hier kommen die ganzen Erze von unten hoch, marschieren hier in dem System rein. Diese Reihe hier ist autark. Das heißt also, die ist von oben abgeschirmt und von der Seite abgeschirmt. Das heißt, die kriegt nur wirklich Erze, indem die vorne reinlaufen und hinten laufen die wieder raus. So, warum laufen die raus? Weil meine ganzen Storage voll sind und jetzt filtert die wieder, ne? Also ich teste das jetzt hier gerade. So, und jetzt filtert der mehr Lithium und Titanium, wenn es jetzt hochkommen würde. So, zwei Dinge ziehen mir aus meinen Behältern, die ich hier als Lagerung habe, die Erze und setzen die auf Band 1, also hier auf diese autarke Linie, wo ich hier filtern kann. Da kann ruhig passieren, was will. Die Erze, die fahren immer schön im Kreis und fahren hinten wieder rein. Also das ist wie sozusagen ein Kreislauf, ne? So, also hier geht alles rein, das ist ja ganz klar, aber irgendwann wird der mal voll sein. Aber ich hoffe denn, dass die autarke Linie immer noch läuft hier. So, und die verschickt dann, wie gesagt, die Erze. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich würde gerne den Autobilder nutzen und dann wollte ich euch ja auch mal vorstellen, wie der funktioniert. Ich habe jetzt hier 63 Dings, normalerweise müssen es 64 sein. 64 Dinger da. Jetzt müssen wir mal eben schauen, wo habe ich den Autobilder? Wo ist mein Autobilder? Da müssen wir mal gucken, wo wir den haben. Ich muss mal ein bisschen den Sound leiser drehen. Das ist ziemlich laut hier bei mir. So, wo bist du, Maschine? Ich sollte dich doch mitgenommen haben. Da bin ich mir sogar fast ziemlich sicher, dass ich dich mitgenommen habe. Papa, da ist er. So, das ist der Autobilder. Den setze ich mal jetzt da, wo die Turrets sind. Dann einfach mal hin. Und setz den jetzt hier auf. In meinem Hopper sind jetzt hier Convoy Bells drin. Setz den jetzt hier drauf und dreh das Ganze. So. Der sollte jetzt rein theoretisch, testen wir jetzt mal ein, ob der mir den da hinsetzt. Aber der meckert rum, weil er kein Power hat. Deswegen bekommt er jetzt noch Power von uns. Und das sollte ja schnell vonstatten sein. Mit dem Power. Zack, einmal so und dann hier ein Power Core vor. Ist jetzt alles ein bisschen blöd, das bauen wir nachher wieder um. Das ist ja keine Frage. Aber jetzt kriegt er erstmal Power von uns. So. Zack, jetzt wird der befüllt und der fängt jetzt gleich an hochzubauen. So, seht ihr, da fängt er schon an, die Dinger hochzuziehen. Und guck mal, wie schnell der die hochzieht. Das gleiche machen wir direkt hier nebenan gleich, dass ich jetzt verdammt viele Bells habe, die nach oben gehen. Also der zieht mir jetzt hier richtig viel Power nach oben. Das finde ich richtig gut. Ich kann jetzt hier nicht runterfallen, weil ich habe mich jetzt hier erstmal eine pa Dings gemacht. Da können wir gleich mal gucken, wie hoch der fährt. Also der setzt mir die jetzt automatisch schön selber hoch. Und ich brauche eigentlich nur hier oben warten, dass die hier oben ankommt. Na, gehst du wohl da hoch. So, dann können wir jetzt warten, bis der hier oben ankommt irgendwann mal. Ah, jetzt falle ich wieder runter. Ja, falle ich hier drauf halt so. So, der schiebt uns ja jetzt wieder mit höher mit dem Ding. Also, wir brauchen die gar nicht selber setzen. Die kann der jetzt schön setzen. Und das machen wir nämlich jetzt. Also, wir holen uns jetzt 3, 6, 7, 8, ja, 9, 10 Bänder holen wir uns jetzt von unten hoch. Mit jedes jeweils einzelne Erze. Aber das seht ihr dann gleich. So, der müsste jetzt gleich zu Ende sein. Wie viele Meter haben wir denn noch bis oben? Ja, nicht mehr viel, dann sind wir schon oben. Dann hätten wir den nämlich schon mal oben und dann ziehen wir die nächste Wand hoch, ne? Und der setzt, wie gesagt, sehr schön selbst die ganzen Dinger und wir brauchen das gar nicht machen. Finde ich sehr, sehr gut und angenehm, das System. So, komm weiter hoch. Jawohl. Und jetzt solltest du am Ende sein. Eigentlich.
Der baut weiter hoch. Mal stehen wir weg. So, jetzt sollte der... Ey, wo willst du hin? Hallo? Wo willst du hin? Wo hat der die ganzen Dinger, ja? Uah, ich sollte mich mal abbremsen. Wo hat der die ganzen Dinger her? Hallo? So, jetzt aber weg damit. Wieder nach oben gucken. Na, komm, geh da oben. Der baut nämlich eiskalt durch die Decke durch. Unglaublich. So geht das nicht, mein Freund. So. Also der ist jetzt auf jeden Fall oben erstmal. Und so werde ich das jetzt mal durchziehen. Aber wie viel hat er denn jetzt letztendlich benutzt? Da weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Oder hätte ich mal drauf achten sollen, wie viel der bis hier oben gebraucht hat eigentlich. Das Ding machen wir jetzt auch mal wieder weg hier. Ich würde die Annahme irgendwie anders machen wollen. Und zwar habe ich ja hier alles weggerissen und hier werden wir dann die Leitungen verteilen. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt noch nicht ganz. Da müssen wir mal schauen, wie wir das auf jeden Fall hinbekommen. Erstmal die ganzen Erze nach oben. Das können wir auch mal alles schön abreißen hier. Das kann alles weg. So, seht ihr das? Und so einfach ist das. Jetzt werden wir das nächste Band da dran klatschen. Und das werde ich auf jeden Fall fertig machen, bis letztendlich hier oben wirklich alles voll ist. Und dann schauen wir mal weiter. Eine andere Alternative ist ja, um ein Band eigentlich hochzuziehen, müsste eigentlich auch schnell gehen. Ist ja jetzt so, wenn ich jetzt hier sitze. Ich meine, das ist gehopst wie gesprungen, wie man es dann letztendlich jetzt angeht. So, machen wir es hier zu. Dann fangen wir halt so an. Das ist also, wie gesagt, Geschmackssache, wie man das jetzt rein theoretisch hochzieht. Das ist allerdings falsch. Den müssen wir drehen. So, jetzt ist der richtig. So, und seht ihr, jetzt könnte man so eigentlich auch schnell nach oben bauen. Das ist, ja, richtig falsch gibt es in dem Moment nicht. Haben wir hier einen. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt da keinen vergessen habe. Dann gehen wir hier wieder runter. Und das gleiche machen wir an der anderen Wand. Dann kriegen wir auf jeden Fall, wie viel kriegen wir da hoch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück kriegen wir nur hoch. 9 Bänder. Da fehlt uns wirklich ein Band. Das ist übel. Hier kommen immerhin noch weiter die Erze hoch. Das hatte ich ja gemacht, dass das weiterläuft. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt gesehen, wie das funktioniert. Und das werde ich jetzt fertig machen offline. Und wie gesagt, die ganzen Bells gehen auf jeden Fall dann hier hoch. Und hier ist sozusagen wirklich unsere wahren Annahme. Unsere ganzen Erze laufen hier zusammen und werden hier gespeichert. Hier kommt dann auch wirklich unser System hin. Oh, wir haben hier kein Power mehr. Warum haben wir kein Power mehr hier? Weil wahrscheinlich der liebe Avatar geschlafen hat, ne? Und nicht nachgefüllt hat. So einfach ist das manchmal. Seht ihr? Und dann läuft das auch wieder, das Ganze. Der kann den jetzt auf jeden Fall befüllen. Und wir machen hier weiter unsere Annahme. Jetzt haben wir 9 Erze, die nach oben gehen. Ich muss jetzt wirklich mal definitiv googeln, wie viel Erze wir letztendlich wirklich haben zum Schmelzen. Ich meine, wir wären bei 10 Erzen. Kupfer, Nickel, Zinn, Eisen, Titanium, T7, Kohle, dieses Deposit. Müssen wir das nach oben haben? Weiß ich nicht. Das können wir uns auch hier unten irgendwo filtern. Da müssen wir mal schauen, wie wir das letztendlich machen. Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall hier, wir machen an dieser Stelle Schluss in dieser Folge. Und ich werde mich wieder melden, wenn ich denn hier komplett das System nach oben gearbeitet habe. Und dann schauen wir uns das mal an. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir natürlich den Tunnel vergrößern, um 2, 3 Bahnen, bis wir wirklich auch alles nach oben bekommen, ne? Das ist eine Frage jetzt, die wir angehen müssen, aber da lasse ich mir wirklich mit Zeit und
da möchte ich mich nicht hetzen lassen. Ne? Was ich jetzt tun werde, das ist ja, habe ich euch jetzt versprochen, ich werde jetzt hier den offline den Gang weiterbauen. So baue ich jetzt mal eben hier zu und da unten zu, damit ich jetzt nicht da runterfalle mehr. So, und dann geht es hier hoch und wie gesagt, dann haben wir erstmal die ganzen Erze jetzt, die jetzt einzeln. Wir können jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Erze schon mal hochtransportieren. Das wäre Faktor Nummer 1 halt, ne? Aber da müssen wir gucken, wie wir das genau machen. Wir müssen die ja auch denn noch drüben zur Sortieranlage bekommen. Ob da zu viel Aufwand ist, weiß ich nicht. Das geht bestimmt einfacher, aber ich will es jetzt einfach mal so testen. Also ich habe da jetzt Bock drauf, das so zu testen und ich denke mal, das sollten wir so hinkriegen. Und ja, den Gang hier will ich ja sowieso nicht mehr runter. Den werden wir auf jeden Fall dann schön verkleiden noch. So, seht ihr, hier kommen zwei hin und dann kommt... Ah, kann da jetzt nur noch einer hin? Kann sogar nur noch ein Band hin. Das heißt, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erze, die wir nur hochkriegen. Ne, meine Freunde, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Da muss wirklich nochmal ein anderer Tunnel hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, nichtsdestotrotz, das mache ich aber offline. Ihr braucht mir ja beim Graben nicht zusehen. Ich werde mich melden, wenn der Tunnel dann steht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.